Der Coronavirus breitet sich aus. Viele Regierungen beschließen harte Maßnahmen und verordnen ihrer Bevölkerung strenge Regeln. Es ist daher unsere gemeinsame Aufgabe, alles zu tun, um die Verbreitung des Virus so gut wie möglich einzudämmen. Die Situation ändert sich täglich und die Unsicherheit steigt. In unsicheren Zeiten ist kaum etwas so wichtig wie sichere Information. Große Medienhäuser nehmen eine besondere Rolle ein. Wir möchten deshalb einen Blick auf die österreichische Medienlandschaft werfen. In Österreich ist der ORF mit Abstand das größte Medienunternehmen im Land. 4 Fernsehsender, 12 Radiosender und die Online-Nachrichtenseite orf.at. 1 Milliarde Euro Umsatz macht der ORF jedes Jahr. Mit dieser Reichweite und mit diesen finanziellen Möglichkeiten ist der ORF weiterhin das Medium Nummer 1 in Österreich. Besonders in Krisenzeiten wie jener durch das Coronavirus verzeichnet der ORF Rekordeinschaltquoten. Die Menschen haben gerade jetzt einen Hunger nach Information. Sie wollen auf dem Laufenden gehalten werden und das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es auch, Angst zu nehmen, richtig einzuordnen, weil Einordnung verhindert Panik. Und Christoph Feuerstein ist Moderator der ORF-Sendung Thema. Er sieht die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks so. Information bedeutet für mich Einordnung, dass die Menschen wirklich informiert sind und zwar mit Fakten. Und nicht mit Verschwörungstheorien oder Gerüchten, sondern dass man sich wirklich bezieht auf Wissen, das man aus erster Hand hat. Das heißt, wenn man diese Programme sieht, weiß man, man kann sich auf die Informationen verlassen. Finanziert wird der ORF zu großen Teilen durch die sogenannte GIS-Gebühr. Das heißt, jeder, der ein Gerät hat, um ORF-Programme zu empfangen, muss bezahlen. Die Höhe der Gebühren sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Der ORF bekommt nämlich nicht die gesamte Gebühr, sondern nur das Programmentgelt. Die Gebühren gehen an den Bund und die Länderabgabe geht an die Bundesländer. Oberösterreich und Vorarlberg verzichten auf diese Abgabe. Die Steiermark hebt 5,80 Euro dafür ein. Unterm Strich bleiben dem ORF dann 16,78 Euro pro Monat. Und ich denke, gerade in Zeiten wie diesen sieht man auch, dass Journalismus etwas wert sein sollte. Und dass jeder auch spürt, das ist nicht etwas, was man einfach so dargeboten bekommt, sondern es hat einen Wert. Und ich denke, 55 Cent am Tag sind da nicht so viel verlangt. Vor allem, da es ja auch in sozialen Härtefällen hier eine Abfederung und Unterstützung gibt. Die Finanzierung des ORFs wird immer wieder kritisiert, denn Konkurrenz hat es neben einem fast Monopolisten schwer, in den Wettbewerb am Medienmarkt einzusteigen. Geld verdienen mit Journalismus ist generell schwierig. Die österreichischen Zeitungen und ihre Online-Nachrichtenseiten verdienen das meiste Geld mit Werbung. Unternehmen können sich Platz in der Zeitung oder auf der Website kaufen, um dort ihre Produkte zu bewerben. Doch die Werbegelder werden weniger. Viele Unternehmen schalten lieber Werbung bei Google oder Facebook. Den österreichischen Medien fehlt das Geld. Nun ist ein System entstanden, in dem Ministerien oder Behörden viele Werbekampagnen in österreichischen Medien schalten. Mit Steuergeld. Florian Skrabal von der Rechercheplattform Dossier hat diese öffentlichen Inserate mit seinem Team untersucht. Es gibt durch Inserate Abhängigkeiten. Das ist bei der öffentlichen Hand so, bei Ministerien, bei der Stadt Wien etc. Aber das ist natürlich auch in der Privatwirtschaft so. Wenn ich ein großes Handelsunternehmen bin und riesige Inseratenbudgets in Medien hineinstecke, dann gibt es da gewisse Abhängigkeiten, die daraus erwachsen, weil das Unternehmen, das das Geld bekommt, natürlich von diesem Geld auch ein Stück weit abhängig ist, beziehungsweise sich freut, wenn man Geld bekommt. Und aus dem Ganzen heraus hat sich vor allem im öffentlichen Wesen, das heißt bei Ministerien, bei Landes-, bei Bundesregierungen und so weiter in den vergangenen Jahren, eine gewisse Mentalität entwickelt, die mit Inseraten einfach bessere Berichterstattung kaufen wollen. Und es gibt auf der anderen Seite wiederum Verlegerinnen und Verleger, die Inserate, also für Inserate bessere Berichterstattung anbieten.
Dossier berichtet, dass besonders die Tageszeitung Österreich Druck auf Politikerinnen und Politiker ausübt, wenn diese die Anzeigenbudgets kürzen. Karin Kneißl war von 2017 bis 2019 parteiunabhängige Außenministerin in der ÖVP-FPÖ-Regierung. Sie hat kurz nach ihrem Amtsantritt das Inseratebudget ihres Ministeriums gekürzt und ist eine der wenigen Politikerinnen, die offen über den Druck mancher Verleger spricht. Aus dem einfachen Grund, mir ganz konkret von einem Verlagshaus, aber auch angedeutet von einem weiteren, gesagt wurde, also wenn ich nicht zahle, dann werde ich sozusagen fertig gemacht. Das erinnerte mich an Methoden, die eigentlich nicht in eine Gesellschaft unserer Zeit hineingehören, weil man kann jemanden nicht sozusagen auf eine Art fiktive Liste stellen und sagen, zahlt nicht und hört also entsprechend Negativberichterstattung. Und diese Negativberichterstattung kann dann eben gehen bis hin zu, wie können wir diese bestimmte Person politisch in ihrem Auftreten, über Fotos, was auch immer, eben in ein so schlechtes Licht stellen, dass diese Person vielleicht von allein aufgibt. Und jetzt ist es gerade für Politikerinnen und Politiker, ist die öffentliche Wahrnehmung, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, ja ganz zentral. Das ist die wichtigste Währung für sie. Und wenn da jetzt quasi ein Medium dann vielleicht negative Kampagnen gegen diese Politikerinnen oder gegen diesen Politikern fährt, dann ist das natürlich desaströs und daher entsteht quasi diese Angst, die politische Laufbahn zu gefährden oder das den politischen nächsten Wahlkampf zu gefährden, etc., wenn man hier ein Medium hat, das bewusst negativ berichtet. Die Finanzierung von Medienhäusern wird auch in Zukunft ein wichtiges Thema bleiben. Finanzielle Unabhängigkeit ist das wichtigste Gut für den Journalismus. In wirtschaftlich schlechten Zeiten sparen Unternehmen aber zuallererst bei den Werbegeldern. Und das bekommen die Medien sofort zu spüren.